Moin liebe Leute auf YouTube, ich bin Chris, willkommen auf meinem Kanal. Wir kochen heute eins meiner absoluten Lieblingsgerichte. Wir machen eine Pasta mit einer Avocado, Knoblauch, Zitronencreme und dazu etwas angeröstete Walnüsse oben drüber. Ein richtig geiles Sommergericht, heiße Pasta, kaltes Pesto, paar knackige Walnüsse, sehr lecker. Okay, los geht's. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Hier ist Pasta, kocht schon seit ein paar Minuten. Und ich habe es gesalzen. Ja, deswegen kommen wir gleich zum Pesto. Wir holen uns eine schöne Avocado. Die sollte reif sein. Ich habe die ein bisschen abgedrückt. Wenn die ein paar weiche Stellen hat, dann ist die reif. Schauen wir mal rein. Die bei Edeka sind immer nicht so ganz glücklich, wenn ich da stehe und alle Avocados abtaste. Aber das muss normal sein. Ja, die sieht ganz gut aus. Wir machen den Kern raus, zack, und holen das Fruchtfleisch raus. Dazu nehmen wir einen schönen Esslöffel, gehen einmal schön so rein. Einmal, na, das können wir gleich in unseren Behälter geben. Wir werden das gleich pürieren, aber eins nach dem anderen. So, guckt, dass ihr alles von der geilen Avocado rausholt, da wird nichts verschwendet. So, einmal hier rein. Dann für ein bisschen Frische machen wir ein paar Spritzer Zitrone rein. Einmal halbieren. Der Saft einer halben Zitrone sollte reichen. Keine Kerne, deswegen gehen wir so mit den Fingern drüber. Pressen kräftig. Oh nein, ist mir der Kern trotzdem natürlich reingefallen. So. Müll, haben wir Müll? Hier ist Müll. So, den Kern rüber wieder. Zack. Jetzt für ein bisschen Schärfe machen wir eine Knoblauchzehe rein. So eine mittlere Größe. Je nachdem, wie scharf ihr das mögt, aber mittel soll es schon sein. So. Einmal draufgehaut, dann lässt sich das schön leicht schälen. Dann halbieren wir es einmal in der Mitte. Mal meinen Platz, damit ihr sehen könnt, was ich hier mache. Ne? So. Gleich immer aufräumen, dann muss man danach nichts mehr machen und kann sie nur noch dem leckeren Essen hingeben. Genau, einfach grob hacken. Grob hacken den Knoblauch. Rauf aufs Messer. Und rein in den Behälter. So. Einmal kurz gucken, wie weit die Pasta ist. Gibt nichts Schlimmeres als verkochte Pasta. Deswegen gucken wir mal. Ja. Hopp. 2 Minuten, 3, dann haben wir es. Bis dahin haben wir auch unser Pesto fertig. Erst noch ganz wichtig: bisschen Frische, bisschen was Herbes. Petersilie, eine schöne Handvoll. Und genau, entfernt die Stängel grob. So. Der Rest kann mit rein und wir schneiden einmal die Petersilie grob. Ein bisschen was können wir übrig lassen für am Ende für die Dekoration. Auge isst ja mit, wissen wir ja alle. So, jetzt haben wir alles drin. Was natürlich auch wichtig ist, wie immer, Prise Salz, nehmt gutes Salz und ja, hier können wir auch noch ein bisschen was reinmachen. Ne? Zack. Gut. Damit wir jetzt aus dem Ganzen eine schön cremige Soße kriegen, nehmen wir 3 Löffel gutes Olivenöl. 1, 2, 3. Okay. Und was ich immer mache, Pastawasser, bester Soßenbinder der Welt. Weil im Pastawasser ist gelöste Stärke von der Pasta und Stärke, wie wir alle wissen, ist ein Bindemittel. Und dann legt sich die Soße schön um die Pasta und ja, es wird einfach eine gute Sache. So, mein kleiner Helfer, der Pürierstab, macht jetzt den Rest. So. Yeah.
pürieren, damit alles klein wird, keine großen Knoblauchstücke mehr da sind. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch hört, aber egal. Dreht einfach mal. Ja. So. Wieder geht's. Wir verschwenden nichts. Deswegen alles schön hier rein. Qualitätskontrolle auch sehr wichtig. Bisschen Salz kann noch, aber geil cremig, schön knoblauchig, perfekt. Gut, rühre ich das einmal um. Jetzt wird ein Schuh draus. So, nicht wieder den gleichen Fehler wie vorher machen. Nudeln sind fertig. Design war ab. Dafür gibt es ein Küchentuch. So, Nudeln einmal hier rein. Das Pastawasser haben wir aufgehoben. So. Eieiei. Gut. Dann jetzt noch ein letzter Schritt. Die Walnüsse, die rösten wir kurz an. Kleine Pfanne ohne Fett. Ja, dazu machen wir die Walnüsse ein bisschen klein. Wir hacken sie sozusagen. Und geben sie dann in die Pfanne. Wir machen schon mal an. Kann sich die Pfanne erhitzen. Ja, perfekt. Bei den Walnüssen nicht sparen. Nehmt eine gute Handvoll. Das ist das gewisse Extra. Kleine knackige Walnussinseln. Sehr lecker. Genau, wir hacken die Walnüsse, passt auf eure Finger auf, aber ihr seid ja alles Profis. So. Gut, das war's schon. Wir nehmen die Walnüsse und einmal hier rein. Gut, die Pfanne ist auch nicht mehr die allerbeste. Aber den Zweck erfüllt sie. Gut, dann nehmen wir jetzt die Pasta und packen sie auf einen schönen Teller. So, nicht ganz voll machen, lieber nochmal nachholen. Und geben von dem schönen grünen Pesto ein ordentlicher Knackser drauf. Walnüsse ab und zu mal schwenken. Die kriegst schon. Die Röstaromen. Das wird was. Gut. Habe ich eine Gabel? Nein. Ich glaube, die würdest du mir eine Gabel holen. So, eine Gabel. So, wichtig. Die Walnüsse brennen schnell an. Passt da auf. Das ist schlecht, wenn die verbrennen. Da reichen 2-3 Minuten. Dankeschön. So. Ja, mittellang schnacken, lange Rede, kurzer Sinn. Wir nehmen die Walnüsse und hier drauf. Zack. Machen vielleicht noch ein kleines Petersilienblatt für die Garnierung. Und, wie man sieht, wir haben richtig geile Pasta, Avocado-Creme. Und ja, jetzt probieren wir es mal. So. Wie gesagt, eins meiner absoluten Lieblingsrezepte. Cremige Avocado, schön grün, knackige Walnüsse, bisschen frische Zitrone, scharfer Knoblauch. Rundum alles, was ein geiles Gericht braucht, hier drin. Ja, das war's. Viel Spaß beim Nachkochen und bis bald. Ciao, ciao. Avocado?